An dieser Stelle wollen wir uns mit dem Menschen beschäftigen. Der Mensch hat in der Mensch-Computer-Interaktion die zentrale Rolle. Das heißt, wir wollen jetzt verstehen, was der Mensch eigentlich kann, was er physisch, kognitiv, mental kann und was er auch nicht kann, um dann ergonomische Schnittstellen zu gestalten. Ergonomie ist eine Disziplin, in der es darum geht, Produkte, Systeme und Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die zu den Menschen passen, die sie im Anschluss auch benutzen sollen. Und die Ergonomie ist keine Erfindung der Human-Computer-Interaction, sondern die finden wir schon vor 100 Jahren in der Architektur. Hier seht ihr das Cover von einem Standardwerk für die Bauentwurfslehre von Ernst Neufert. Der hat am Bauhaus studiert und sich vor 100 Jahren gefragt, gibt es eigentlich Standards für die Entwurfslehre, also gibt es typische Maße, die immer wieder auftauchen und die können wir nicht ein Standardwerk herausgeben, das dann Architekten, Bauingenieuren etc. hilft, Häuser zu gestalten, in denen sich Menschen dann wohlfühlen. Und von daher hat er angefangen, Empfehlungen auszusprechen für Höhen von Arbeitsplätzen, Arbeitsplatten, Abstände in Bädern, Höhen und Breiten von Türen, wo muss die Türklinke sein, etc. Genau, und ein bisschen später fing man einfach an, solche Standards auch auszuweiten. Das heißt, hier sehen wir einen Computerarbeitsplatz, den Neufert damals nicht definiert hat, weil es sie damals noch nicht gab, in den 30ern, als die Erstauflage von seinem Buch rauskam. Aber später wurde dann klar, wir brauchen solche Standards eigentlich in jeder Lebenslage. Das heißt, so ein typischer Büroarbeitsplatz, wie muss der aussehen? Hier gibt es Standards für Bürostühle, hier gibt es Standards, wie weit so ein Bildschirm weg sein muss vom Auge und wie die Tastatur auch sinnvollerweise vor uns liegt, sodass wir ohne viel Verkrampfung und Rückenschmerzen einen ganzen Arbeitstag mit diesen Geräten arbeiten können. Die Schnittstellen, die jetzt in der Human-Computer-Interaction hier platziert sind, sind zum Beispiel Mäuse. Und die ergonomischen Aspekte einer Maus, wenn wir überlegen, was ist denn hier Menschen gegeben, wie muss die Maus eigentlich sich anpassen an den Menschen, dann haben wir hier die Hand natürlich, mit der wir die Maus führen. Und die Hand hat Fingerknochen und die rotieren sich halt nur nach innen. Das heißt, die logische Form von so einer Maus ist halt eine gewölbte, weil die sich dann perfekt in unsere Hand einschmiegt. Das nächste Gerät, das wir auf unseren Computerarbeitsplätzen finden, sind Tastaturen. Und hier wiederum können wir auch überlegen, was sind dann eigentlich hier die Maße des Menschen, die eine Rolle spielen beim Design der Tastatur. Und ganz augenscheinlich haben wir hier die Größe von den einzelnen Tasten, die sinnvollerweise etwas größer sind als unsere Fingerspitzen, damit wir nicht aus Versehen zwei Buchstaben auswählen zum Beispiel. Das erstmal klassisch typische Ausgabegerät von einem Computer ist der Bildschirm. Und wieder die Frage, was müssen wir von den Menschen eigentlich wissen, wenn wir Bildschirme gestalten? Dann ist hier wichtig, die Auflösung des Auges zu kennen, um zu wissen, wie groß Schrift eigentlich sein muss. Und was auch wichtig ist, ist zu wissen, welches Licht wir eigentlich sehen. Das heißt, ihr wisst bestimmt noch aus der Schule, dass wir Licht sehen, aber nicht das komplette Spektrum. Das heißt, wir sehen im sichtbaren Spektrum hier die reinen Wellenlinien von blauem, rotem, grünem Licht. Und daraus ergibt sich zum Beispiel Weiß. Daraus ergibt sich auch jede Farbe bis zu Schwarzen. Und diese Lampen finden wir in dem Bildschirm und die Wahl dieser drei Farben an den Lampen ist nicht zufällig, sondern korrespondiert zu unseren Sinneszellen. Das heißt, in der Netzhaut haben wir die Zapfen, die sind für die Farbwahrnehmung wichtig und die entsprechen genau den Lampen in dem Computerbildschirm. Das heißt, der Computerbildschirm ist so gebaut, dass er halt genau die Sinne des Menschen anspricht.
Wir haben natürlich auch Licht, das wir nicht sehen. Und auch das kann für die HCI von Bedeutung sein. Zum Beispiel nutzen wir Infrarotlicht, also Licht außerhalb des sichtbaren Bereiches zum Tracken, weil wir hier zum Teil rotes Licht, also infrarotes Licht in die Umgebung strahlen und dann wieder messen mit speziellen Kameras, die das können. Und der Mensch sieht dieses Licht nicht und von daher ist das Licht halt auch von Kameras nicht aufgezeichnet, die fürs menschliche Auge gemacht sind. Und so können wir hier auf anderen Frequenzen im Tracking arbeiten als bei der Aufnahme zum Beispiel von Videos, die wir später weiterverarbeiten für eine klassische visuelle Ausgabe. Das heißt, wir sind jetzt durch ein paar Beispiele gegangen, die zeigen, was wir vielleicht verstehen wollen von der visuellen Wahrnehmung und wie das dann maßgeblich ist für die Gestaltung von Bildschirm und von optischen Sensoren für die Mensch-Computer-Interaktion. Und so wie wir das für den visuellen Sinn verstehen wollen, werden wir das auch am Beispiel des Gehörs diskutieren. Wir werden Forschungsarbeiten zum Riechen und zum Schmecken diskutieren, obwohl das eher exotische Sinne sind. Das heißt, die haben bisher nicht so viel Anwendung in der HCI. Aber der Berührungssinn ist extrem wichtig geworden in den letzten Jahren, weil wir durch die Touchscreens hier eine Modalität haben, die wir mittlerweile in allen Handys eingebaut haben. Und von daher ist die zu großer Bedeutung gelangt. Die fünf Sinne, die wir hier jetzt sehen, die wurden definiert von Aristoteles und zwar im 4. Jahrhundert vor Christi. Wenn ihr ein bisschen nachdenkt, kommt euch vielleicht die Frage, ob die denn wirklich vollständig sind. Das heißt, was ist denn mit dem Temperatursinn, was ist mit dem Gleichgewichtssinn? Die tauchen hier bei Aristoteles nicht auf. Das heißt, die Anzahl der Sinne wurde weiter ausgearbeitet, zum Beispiel von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hat den taktilen Sinn ausdifferenziert und zwar hat er unterschieden zwischen dem Berührungssinn, aber auch dem Bewegungssinn. Und er hat auch soziale Sinne definiert, zum Beispiel das Gefühl für sich selbst. Und somit kam er auf 12 Sinne und auch in der Human-Computer-Interaction gibt es mehr als die klassischen 5 Sinne, zum Beispiel den Bewegungssinn, Proprioception, aber auch soziale Sinne, Präsenz und so weiter, die wichtig sind zu verstehen und wo erstmal wichtig ist, wie der Mensch eigentlich sich und seine Umwelt versteht. Nochmal zurück zum visuellen Sinn. Wir haben idealerweise nicht, also idealerweise sehen wir die Informationen, die wir auch verarbeiten können, aber in der Realität haben wir halt oftmals viel mehr Informationen als die, die wir zeitgleich einfach eigentlich verarbeiten können. Und dann gehen wir dazu über, Informationen zu filtern. Und da die Interfaces, mit denen wir interagieren und die Software ähnlich wie unsere Umwelt viel komplexer sind als das, was wir in einem Moment verarbeiten können, folgen wir hier auch den Strategien, die unser Gehirn gelernt hat und anwendet, wenn wir nämlich zu viel Informationen haben. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie der Mensch eigentlich Informationen filtert und wonach der Mensch einfach bei zu viel Informationen suchen kann. Und hier sehen wir die Konzepte teilweise angewendet. Zum Beispiel können wir ganz gut nach Farben filtern, wir können ganz gut nach Formen filtern. Das heißt, Dinge, die gleich sind, sind erstmal gleich gestaltet. Und wenn wir jetzt hier bei den Werkzeugen, das ist die Leiste ganz links, herausstellen wollen, was es hier noch an Optionen gibt, dann können wir durch so eine, durch ein Auswahl eines Zusatzmenüs unsere Aufmerksamkeit lenken. Genau. Was auch wichtig ist in der Mensch-Computer-Interaktion sind Emotionen. Wir haben hier ein Beispiel einer negativen Emotion, wenn zum Beispiel eine Software nicht gut funktioniert. Das heißt, wir wollen uns anschauen, welche Emotionen es gibt und wie die entstehen, um dann wiederum damit umzugehen und im besten Fall negative Emotionen zu vermeiden und positive Emotionen hervorzurufen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Emotionen, die nicht durch Systeme entstehen, sondern die wir von Systemen lesen können. Wir können zum Beispiel
mittlerweile recht gut erkennen, ob ein Mensch fröhlich ist, durch Gesichtserkennung und Emotionserkennung. Und hier haben wir mittlerweile einige Arbeiten, einige Forschungen, die sich damit beschäftigt, wie dann intelligente Umgebungen auf die Emotionen reagieren könnten. Das heißt, wir könnten die Musikauswahl anpassen, wir können auch in Räumen das Licht anpassen oder die Lautstärke etc. Und damit habe ich einen groben Einblick gegeben, was wir eigentlich alles lernen wollen über den Menschen und habe auch versucht, euch zu erklären, warum wir das wissen wollen, nämlich um uns dazu zu befähigen, ergonomische Gestaltungsvorschläge zu machen für die HCI. Und von daher werden wir in weiteren Videos schauen, wie funktioniert die Sinneswahrnehmung, wie funktioniert hier die Kognition, was machen wir quasi mit der Wahrnehmung. Wie funktionieren Emotionen und was kann unser motorisches System?